Ja, harte Zeiten für GameTube sind angebrochen. Wir können uns kein neues Outfit mehr leisten, deswegen haben wir nur ein neues Kopfteil angezogen. Aber es ist ja immer noch dieselbe Mission. Das gilt ja noch. Haben wir uns die vergessen, Fritz? Ja, garantiert. Ups, doch nicht. Nein, nein. Wo soll ich überhaupt hin? Ach nee, warte mal, wir sollen hier Sachen kaputt machen. Moment mal, wo ist denn das? Ach du Scheiße. Ja, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Mit Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Habe ich denn... Kannst du erst den Hubschrauber anrufen? So, ich hab mal Geld. Ich könnte ja theoretisch einen kaufen, wenn mir einer einen vorbeibringen würde. Das Geile ist, der wird halt jetzt irgendwo abgeschossen werden. Weil ich weiß ja schon, wie es läuft. Der kommt jetzt irgendwo und dann knallen sie halt sofort ab. Ich würde so lachen. Ja, der muss ja irgendwo landen und jetzt sind wir natürlich hier in der Ecke, wo er nicht landen kann. Oh, das ist aber schön hier. Das ist doch die Straße, wo wir ganz am Anfang waren. Stimmt, ja. Bei Tag mal. Kennt man ja so auch nicht. Würden wir den auf dem Radar sehen, den Hubschrauber? Eigentlich schon. Da kommt was Blaues. Ist es das? Finde eine Stackbasis. Nee. Aber die ist doch da oben. Ja, hä? Wieso kommen die denn jetzt nicht? Kannst du nochmal anrufen? Schießt der gerade auf mich, während ich da im Fahrzeug sitze? Ja, warte mal. Geht nicht. Der ist wohl noch unterwegs und oder bereits kaputt. Oh oh. Shoot down any enemy aircraft. Kannst du da denn zu Fuß unten ins Gebäude rein? Und dich dann hochschießen? Sah nicht so aus. Sah sehr nach was. Ich meine, wir haben ja am Anfang auch diesen Jäger geklaut. Ich glaube, die Idee war. Da kann man da nicht rein? Nee, ja. Oder? Das ist nur aufgemalt. Die Idee war, dass man das eigentlich schafft, mit dem Jet da oben irgendwie hinzukommen. Nicht so bescheuert, wie wir abgeschossen zu werden. Weil es zu, ja. Guck mal, sie sagt auch immer noch irgendwas von wegen, die glauben, wir hätten immer noch Veto. Ach, das ist ja hier Interagency-Zusammenarbeit. Warte mal, gibt es nicht irgendwo vielleicht eine Basis, wo man den nochmal klauen könnte? Ja. Wo war denn vorhin die andere Basis? War die da hier? Da am Wasser. War die hier? Am Wasser, keine Ahnung. Frage halt mich, der den besten Orientierungssinn der Welt hat. Moment, jetzt fahren wir in die falsche Richtung. Das Dumme ist, dass in der Welt ja auch nicht alle 2 Meter irgendwo ein Fahrzeug steht. Ein Hubschrauber. Jetzt hat er den Wegpunkt verloren, oder wie? Die Sau. So. Also, Moment mal. Jetzt noch mal. Da war er eben gerade wieder. Ach nee, das ist der andere Wegpunkt. Ah, furchtbar. So, Moment. Also, wo will ich hin? Da ist... Ach nee, ich habe nur eine Kartenmarkierung gesetzt. Ja, super. Aber im schlimmsten Fall müsste hier ein theoretischer Hubschrauber sein im Sperrgebiet. Und ich meine, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Nicht, dass sie dann auf uns aufmerksam werden. Aber den können wir tatsächlich noch nicht bestellen, oder? So ein VTOL. Nee, das können wir noch nicht. Kann man das denn irgendwann mal? Das wird man irgendwann können, ja. Was den Typen weggerissen hat. Voll gemein. Ach, hier waren wir doch auch schon. Ja, das ist die Basis am Anfang und die ist ja eigentlich im normalen Spiel dann Sperrgebiet. Also hier darfst du nicht rein. Hier stehen ja auch genug Leute, die der Meinung sind, dass ich hier nichts zu suchen habe. Stack und normales Militär und. Hier tut es schon wieder. Es macht immer tut. Da stehen Hubschrauber. Aber die sacken doch. Ist ja egal, ich muss ja nur irgendwie. Ich drücke immer die. Ich denke immer, das ist die Renntaste, aber das ist gar nicht die Renntaste. Das ist aber übrigens kein Hubschrauber, in den man einsteigen kann. Doch. Doch, oder? Ah ja. Sehr gut. Ich dachte, das ist nur der da oben. Aber der hat keine Waffen. Aber der hat Waffen. Spring raus! Und zünd den Fallschirm wieder nicht. Ist der nicht auch bewaffnet? Wurde gerade. Na egal. Ist halt auch so geil mit dem Pony. Air Cavalry. So, hier. Das ist ja genauso gut wie das. Wer erzählt das immer? Fabian?
dass immer, wenn er hört, dass irgendeine Einheit Eagle-Team heißt, ja, dass er nicht an den Adler denkt, sondern an den Igel. Oh, das Eagle-Team. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das kann auch schießen. Das ist check. Alles cool. So, jetzt aufräumen, abräumen. Und nicht den Senkrechtstarter kaputt machen. Doch? Können wir den nicht klauen? Ja, ich mach jetzt erstmal hier das zu. Boah. Punktlandung. Das ist jetzt chirurgisch korrekt gemacht. Ups. Oh. Wir brauchen das hier mal. Der hängt hier blöd im Haus drin. Nein. Nein. Aber Moment, Moment, Moment. Die Sache ist noch nicht vorbei. Der ist ja gut geparkt. Der hängt bestimmt auch im Haus. Die Sache ist noch nicht vorbei. Dann machen wir es halt so. Au. Wie jetzt um die Kurve gesprungen ist. So. Auf zu Oleg. Ach, die haben ja irgendwas gemacht. Stimmt, wir sollten sie ja ablenken. Hm. Weil gerade Saints oder Sane Movement gesagt. Also Sane Movement haben wir nicht drauf. Sane ist hier garantiert nicht mehr. Da ist der Kill Bane gewesen. Oh, so, hilf Oleg. Ja, wobei denn? Das ist ganz schön aufwendige Mission, oder? Das ist eigentlich ein schönes Riesending hier. Wir, wenn wir jetzt versagen, müssen wir denn alles nochmal machen? Nee, das hat ja ein Speicherpunktesystem. Ja, cool. Das ist aber nicht keine gute Idee, oder? Mit dem Auto die RAM. Oleg! Ah! Tank! So knapp. Schade, dass ich die nicht. Ich wüsste nicht, dass ich die übernehmen kann, die Tanks. Das geht nicht, wenn du einfach hingehst und. Ich glaub nicht mit Y drücken, so einfach geht's nicht. So einfach nicht, Monsieur. Hm. Ja, die kommt noch. Da geht noch was. Die hätte man noch nicht abschreiben dürfen. Oleg, you're right down there. Yes, thank you for the help. Pierce, tell me you're getting close. We're trying to keep a low profile here. We can't go speeding through the streets. Well, they got an AWACS plane flying with a lot of escorts. You serious? Look, just get there. I'll think of something. Das Spiel will, dass wir Senkrechtstarter fahren. Das merkst du die ganze Zeit in den Funksprüchen und so. Wer doch fragt, are you okay down there? Ja, vor allen Dingen jetzt ist da irgendwie was mit dem Flugzeug. Dann rammen wir halt hier den, was ist das, ein Trabi? Nee, was ist denn das? Und ich kann nichts mehr rufen, oder? Scheiße. Warte mal kurz. Die Thundercats könnten wir rufen. Thunder, Thunder, Thundercats! Ja, aber wo kriege ich denn jetzt so ein scheiß Ding her? Muss ich nochmal hier hinfahren und mir den... Haben wir denn nicht irgendwie so eine Art EMP, mit dem man Flugzeuge halt so abschießen kann, dass sie dann sanft auf den Boden aufsetzen? Ich fürchte... Ja, fahren wir nochmal dahin. Ich muss dich enttäuschen. Das Problem ist, wir kriegen doch mit dem, da kriegen wir doch auch nur so einen blöden Hubschrauber. Wir brauchen ja wahrscheinlich eigentlich was Schnelleres. Es ist ein bisschen blöd, dass man nicht jetzt hier zum Hauptquartier fahren kann und sich einfach einen neuen holen kann. Wieso geht das nicht? Ja, die sind ja jetzt ausgeblendet, die Hauptquartiere. Ach so. In den Zwischenmissionen. Blöd. Kann das Oleg nicht hochwerfen? Kann das doch. Also ich weiß nicht, ob das gehen würde. Warte mal, wo ist denn die falsche Taste? Komme ich da rein in mein Hauptquartier? Das ist irgendwo hier, oder? Auf der Straße?
Du stellst Fragen, keine Ahnung. Ach, ich fahre da jetzt mal schnell hin und guck, was geht. Aber selbst wenn wir reinkämen, das steht ja nicht auf dem Landeplatz. Das müsste man immer über so ein Menü erst holen, ja. Oder? Ja. Das Menü wird dann wahrscheinlich nicht gehen. Nehme ich jetzt einfach mal keck an. Ja, ist er ja nicht, der Saint. Also das ist überhaupt die beste Tarnung, die wir uns ausgedacht haben. Ein Flugzeug, das sich verhält, fährt und aussieht wie ein Trabi. Jetzt haben wir nur die unbewaffneten Helikopter, oder? Oder war da noch einer mit... Naja, der spawnt ja nach. Also sollte eigentlich wieder einer da oben stehen, ja. Juhu! Es läuft die Zeit davon. Wie ich mich immer hinducke, weil ich denke, das ist die Renntaste. Wo ist es her? Oh, da lief gerade der Klassik-Sender. Stell den Klassik-Sender ein. Was, den Klassik-Sender? Ja. Ja, oh, wunderbar. So, wir wollen zum AVAX-Flugzeug, ne? Wenn die damals gewusst hätten, für was sie diese Musik erfunden haben. Ach, oh. Okay. Ja, sie kennen keine Grenzen. Das ist einfach... Das ist verrückt. Das ist so großartig. Mir platzt gleich der Kopf. Das Problem ist, dass wir halt tausendmal zu langsam sind für das Ding. Kriegen wir schon. Und wenn nicht, dann haben wir... wie viele Raketendinger hat es? 6 kleine Freunde, die alle schneller laufen können als wir. Was ist lustig ist, wird uns das Video wahrscheinlich bei YouTube gesperrt, weil wir da Klassikmusik drin haben. Ja, scheiße, ich komme halt nicht ran. Schieß! Eine MG geht auch nicht, machst mal auch keinen Schaden. Muss er weiter vorhalten, oder meinst du, die verpuffen, bevor sie... Ja doch, die Stelle. Oh! Gott sei Dank. Awesome! I'm Joshua Burke. Hey. On TV, I played Nightblade, an exceptionally good-looking but misunderstood vampire who risks life and limb every week to keep the world safe. The men and women of Stag put their lives on the line every day to protect your city against gang violence. Want to be a real-world hero? Talk to your Stag recruiter today. I know I have. Nightblade is the face of Stag? Why don't you just put someone in a fucking deer suit? Hearts and minds will win the war, my dear. Shock and awe wins war, Senator. Authorize the Daedalus and this will all be over. Absolutely not. That kid's gonna get himself killed. Well, you ensure Josh Brooke's safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, ma'am. Geschafft! Mir ist jetzt gerade in dem Moment erst klar geworden, dass Stag ja Hirsch ist. Ah, ich bin so ein Idiot. Ja, jetzt haben wir den VTOL. Also den anders bemalten VTOL, der eigentlich cooler aussieht. Nicht das blöde lila Ding. Ich habe einen Senkrechtstarter, ich habe ihn lila angemalt. Nee, danke. So ein lames Teil, ey, kannst du behalten. So, ja, dann probieren wir doch gleich mal aus, wir können schon zur nächsten Mission fliegen. Wir können uns auf den Weg machen, Klamotten holen. Wobei, wir sind ja schon zu Hause. Das ist ja das Gute, wenn man zu Hause ist, dann muss man gar nicht mehr nach Hause. Ja, aber das geht ja nicht. Die Leute dürfen ja eigentlich nicht sehen, was wir anziehen. Das muss ja eine Überraschung sein. Das muss eine Überraschung sein. Ja, dann, ich glaube, wir müssen eine Pause machen und dann ziehen wir uns was Anständiges an und dann geht's in die nächste Mission mit einem VTOL. Juhu! Tschüss!